Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Für uns Weltraumbegeisterte waren die letzten Jahre ohnehin schon wahnsinnig spannend, aber für viele von uns ist das Starship-Programm das größte und spannendste Unterfangen, seitdem wir Menschen begonnen haben, nach den Sternen zu greifen. Und nun ist der erste Starship-Orbitalflug scheinbar zum Greifen nahe. Aber wie weit ist SpaceX tatsächlich auf dem Weg der größten Rakete, die jemals gebaut wurde, Richtung Orbit? Am 23.01. führte SpaceX ein WDR durch, was nichts anderes als Feuchtdurchlauf bzw. Generalprobe bedeutet. Gemeint ist hiermit, dass der Booster und das Schiff beide mit der Vollmenge an Treibstoff, also flüssigem Sauerstoff und Methan, betankt werden. Wie es aussieht, war SpaceX mit diesem ersten WDR schon ziemlich zufrieden. Wir erinnern uns, dass das nicht alle Raketen auf Anhieb so schön hinbekommen. Das ist keine Spekulation mehr, denn SpaceX tweetete am Donnerstag, dem 26. Januar, dass das Schiff 24 vom Booster 7 heruntergenommen wurde, im Vorfeld des Static Fire mit 33 Triebwerken. Auf den Aufnahmen von NASA Spaceflight haben wir dann noch gesehen, dass das Schiff jetzt zurück in die Werkstraße gebracht wurde. Zum einen, weil das Schiff nicht unbedingt daneben stehen möchte, wenn der Booster alle 33 Triebwerke anwirft. Und zum anderen ist noch einiges zu tun. Dort geht es noch einmal zur gründlichen Vorsorgeuntersuchung, denn das Schiff kommt langsam in die Jahre. Es werden auch die Transporthäken entfernt und mit Hitzeschutzkacheln ersetzt. Aber noch einmal zurück zum WDR. Hierbei geht es nicht nur darum zu schauen, ob die beiden Vehikel dicht sind. Das ist zwar auch Teil des Ganzen, aber wurde schon mit früheren Tests geklärt. Bei einem WDR liegt das Augenmerk vielmehr darauf zu schauen, ob alle Komponenten miteinander harmonieren. Mit alle Komponenten sind auch alle Bodenanlagen gemeint. Wie bei einem Start. So wird auch der Countdown oft fast wie bei einem solchen durchgeführt, mit einem entscheidenden Unterschied. Am Ende werden die 33 Triebwerke bei diesem Test nicht gezündet. Bei der Falcon 9 ist das anders. Dort werden Static Fires durchgeführt. Nachdem die Rakete vollständig den Countdown durchlaufen hat und betankt wurde, werden die 9 Merlin Triebwerke tatsächlich auch gezündet. Alles wie bei einem echten Start, nur dass die Klemmen, die die Rakete festhalten, nicht lösen. Weil aber niemand wirklich garantieren kann, dass diese Klemmen halten, ist die Flugverbotszone um das Startpad bei einem WDR bzw. Static Fire oft genauso groß wie bei einem Start. Aber genug der mittelschweren Falcon 9, kehren wir zurück zum superschweren Starship. Und schwer ist auch direkt ein gutes Stichwort, denn das Starship Super Heavy System ist, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, nicht nur die größte, sondern auch mit Abstand schwerste Rakete, die jemals gebaut wurde. Und wie bei allen Raketen ist der größte Teil davon Treibstoff. Das Schiff hat eine Trockenmasse von 85 Tonnen und wird mit 1200 Tonnen Treibstoff beladen. Der Booster wiegt leer etwa 200 Tonnen und fast 3400 Tonnen Treibstoff. Also insgesamt fast 28.000 Badewannen oder anderthalb olympische Schwimmbecken voll mit Methan und Sauerstoff. Der Oxidator und das Methan müssen dabei allerdings nicht einfach nur in die Rakete reinlaufen wie Benzin in einen Tank. Nein, sie müssen gepumpt werden. Und dadurch, dass das Schiff auf dem Booster steht und dieser wiederum auf dem orbitalen Starttisch, müssen diese enormen Mengen an Treibstoff teilweise auf über 100 Meter Höhe gepumpt werden. Dass bei den Kräften, die da wirken, alles beim ersten Mal funktioniert hat, ist echt sehr erstaunlich und zeugt von der Bauqualität des gesamten Systems. Aber auch wenn dieses Mal alles super funktioniert hat, wäre ich nicht überrascht, wenn im Laufe der Entwicklung noch so manch eine Pumpe ausgetauscht wird, weil sie auf Dauer dann doch verschleißt. Sicherlich ein Problem, das SpaceX lösen kann, aber bis das alles ausgereift ist, wird wohl noch eine Weile vergehen. Schließlich gibt es auch keine fertigen Bauteile für Infrastruktur in dieser Größenordnung. Ich schätze, dass wir hier von einigen Wochen reden. Was sagst du? Schreib mir deine Gedanken dazu in die Kommentare. Ich möchte gerne noch einmal kurz zurück zum S24-Rücktransport zur Werkstraße kommen. Auf dem Weg dahin verirrte sich dieser für einen kurzen Moment in den Raketengarten. Oder Rocket Garden, wo er bei Redaktionsschluss noch stand. Das war anfangs ein großer Schreckmoment für die Community, dass das Schiff nicht direkt in die High oder Mega Bay gebracht wurde. Denn was hier erst einmal familienfreundlich klingt, ist nichts anderes als ein Abstellgleis, auf dem überholte oder beschädigte Vehikel im besten Fall permanent zwischengelagert und im schlimmsten Fall stehen gelassen werden, bis Personalkapazitäten da sind, es zu verschrotten. Aber inzwischen ist klar, dass S24 nur vorübergehend dort stehen wird. Jetzt haben wir uns wieder ein bisschen beruhigt und rechnen damit, dass dies
kein Ende der Reise sein wird. Denn wir haben ja vorhin schon geklärt, dass noch einiges zu tun ist, bevor es in den Orbit geht. Der Hitzeschild ist immer noch nicht vollständig, denn die sogenannten Crane Attachment Points oder CAP sind noch dran. Diese sind quasi ein Relikt aus einer Zeit, in der man von der Robustheit Mechazillas noch nicht so ganz überzeugt war. Diese Halterungen an der Spitze des Schiffes hat man vor einigen Monaten noch genutzt, um das Schiff anzuheben und hat sie seither drangelassen, weil sie im Falle eines mechanischen Ausfalls eine Möglichkeit wären, das 85 Tonnen schwere Schiff zu transportieren. Aber jetzt braucht man sie nicht mehr. Mechazilla hat sich inzwischen bei mehreren Stacks als robustes und präzises Werkzeug bewiesen, wenn man von ein paar Kinderkrankheiten absieht. Und auch wenn es unklar ist, ob der Punkt des Wiedereintritts in die Atmosphäre beim ersten Testflug überhaupt erreicht wird, so möchte man doch dem Schiff ein komplettes Hitzeschild mit auf den Weg geben, für den Fall, dass es doch zum Einsatz kommt. Warum erzähle ich euch das alles? Ship 24 ist alt. Also nicht wirklich, aber in Starship-Jahren ist S24 Gandalf Jahre alt. Außer einigen Zugangsluken in den Bauch des Ungeheuers, von denen wir wissen, gibt es sicher noch andere Baustellen am Schiff, die das Arbeiten an und im Prototypen erleichtert haben und nun final vor dem Testflug zugeschweißt, versiegelt oder entfernt werden müssen. Diese Arbeiten sollten aber nicht Wochen dauern und sind nicht unbedingt der begrenzende Faktor auf dem Weg zum Orbit. Wenn der Booster dann demnächst seinen finalen Test hinter sich hat, wird das Schiff dann auch wieder zu ihm zurückkehren und die beiden sind wieder vereint. Bis dahin ist es am Produktionsgelände einfach besser aufgehoben. Unterdessen machen Crews gerade noch alles, was nicht vom Booster in Sicherheit gebracht werden kann, niet- und nagelfest. Naja, es wird zwar eher geschweißt und geschraubt, aber du weißt schon, was ich meine. Der orbitale Starttisch bekommt hierbei noch Schutzabdeckungen, die ihn vor umherfliegenden Trümmern und den Flammen schützen sollen. Ähnlich wie der Turm auch. Ich vermute, dass wir im Laufe des Wochenendes noch einiges sehen werden. Wo es immer etwas zu sehen gibt, ist McGregor in Texas. Aber vorher noch etwas anderes. Die nächste Straßensperre ist zwar schon für kommenden Montag angesetzt, aber ich kann mir nur schlecht vorstellen, dass SpaceX wirklich am Montag, den 30. Januar, schon mit den Vorbereitungen für das 33 Engine Static Fire beginnt. Oder doch? Was denkst du, dass passieren wird? Wir bleiben mal gespannt und behalten die Lage weiterhin im Auge. Und wenn du nicht verpassen willst, wie es weitergeht und wann wir den ersten Orbitalflug des Starships erwarten können, dann abonniere jetzt Mars Chroniken. Jetzt werfen wir noch einen schnellen Blick nach McGregor, wo SpaceX bekanntlich ihre Triebwerke testet. Besonders interessant war dieser Relight-Test, wo ein Raptor-Triebwerk nach der ersten Zündung kurz pausiert und dann wieder hochfährt. John Galloway von NASA Spaceflight denkt, dass es sich hier um den Test eines Boost-Backburns für Super Heavy handelt. Denke, das kommt hin, denn die Falcon 9 führt ein ähnliches Manöver durch, wenn es zurück zum Hafen fliegt. Es ist nicht in die Luft geflogen, was immer gut ist, wenn man Triebwerke testet. Eine andere sehr merkwürdige Sache ist dieses Fundament hier direkt vor diesem Teststand. Da direkt daneben diese Konstruktion steht, die so aussieht, als würde sie auf dieses Fundament gesetzt werden, liegt die Vermutung nahe, dass SpaceX hier in kleinem Maßstab testet, was ihnen in Boca Chica bevorsteht. Hier können sie verschiedene Betonmischungen, Beschichtungen und ähnliches testen, bevor sie den Betrieb in Starbase lahmlegen, um eine Änderung zu implementieren. Eine Genehmigung für die Kommunikation mit dem fliegenden Starship hat SpaceX schon von der US-Telekommunikationsbehörde FCC erhalten. Die eigentliche Fluglizenz, die von einer anderen Behörde, der FAA, also der US-Luftfahrtbehörde, erteilt wird, bleibt noch aus und wird wahrscheinlich erst einige wenige Tage vor dem Start ausgestellt werden. Danke Niklas und Yannick für eure großartige Hilfe mit den Skripts für diese Ausgaben und für die News. Und auch ein riesiger Dank geht an alle Kanalmitglieder, Patrons und Superthanks-Käufern für euren Support. Wenn auch du helfen möchtest, Mars Chroniken bekannter zu machen, dann findest du alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Mein Name ist Sirwan, danke fürs Einschalten, Peraspera ad Astra.